herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provost Map mit dem Tiger Farm. Da ist er. Hallo. So, fahr mal dein Elektroauto da rein. Tut tut. So, wir haben letztes Mal die TMR gemacht, die totale Mischration. Unsere Kühe sind zu 79% zufrieden. Achtung. Oh. Du tippst auf die falsche Seite. Nein. Ein bisschen Schmutz, ja? Ja, jetzt muss es, ja. Nein. Wird nichts angezeigt, das reingeht. Heu und Silage wächst. Oh. Jetzt hast du jetzt nur noch Stroh drin. Hä? Na, dann. Hä, komisch. Konntest du Stroh auffüllen? Ein bisschen. Ah, okay, dann können wir den auch für die Stroheinstreu benutzen. Ja. Wie viel Stroh, wie viel ist denn jetzt noch drin? 3893. 3000? Fast 4000. Okay. Übrigens, du hast deine Aufgabe vom letzten Mal nicht gemacht. Welche Aufgabe? Den blauen Trailer einpacken. Okay, dann mach ich das jetzt. Wo soll ich den hinstellen? Nimm den IMT. Ja, lass mal hier stehen. Ich will mal gerade gucken, ob ich da irgendwie die totale Mischration hinkriege. Du musst mir zugucken, wie ich einpacke. Ich bin ganz, ganz aufmerksam. Komm, ich glaube, ich guck mal wirklich direkt hin. Wenn sie so nett wären und kuppeln. Natürlich, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp! Ein bisschen vor, bitte. Noch ein bisschen. Ja, genau so. Oh, falsche Deichsel geguckt. Ja, so sieht's gut aus. Ja. Ist okay. Kann man so stehen lassen. Das ist irgendwie gut. Ja, zum Glück hat den ja schon vorher jemand so hingestellt, ja. Kannst du unten mal Feld 7 noch düngen? Feld 7? Ja. Ja. Dann müssen wir noch das zweite Mal drüber düngen. Krieg ich hin. So, wir haben natürlich immer noch den Ford hier in Gebrauch. Wenn ihr den nicht mehr sehen wollt, weil ihr den zu modern findet, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Und nächste Woche ist er dann eventuell nicht mehr dabei. Bitte stimmt nicht dagegen. Bitte stimmt dafür, dass er hier bleibt. Schauen wir mal. So, dann fahre ich noch mal kurz runter, hau da noch ein bisschen Silage rein. Irgendwie müssen wir nämlich die TMR hinkriegen. Boah. Irgendwie. Irgendwie ist genau das, was ich sagte. Ich habe sie nur wiederholt. So. Ach, ich bin die ganze Zeit auf dem Gas, aber der fährt am Anfang einfach nicht rückwärts. So, gib mal eine Ladung rein und gucken uns die ganze Geschichte an. Zu wenig. Hallo. Warum steige ich dauernd in dieses kleine Teil hier ein? Ich will da rein. So. Zack.
danach. Eine Ladung Silage brauchen wir auf jeden Fall noch. So, wir haben noch 65.000 Silage in Lagea. Das ist gut. Ja. Wenn man die TMR hinkriegen würde. Ja. Das ist zu viel Stroh, was da drin ist. Das ist. Ich glaube, man muss hier anders arbeiten. Man muss, glaube ich, hier am Anfang Silage reinmachen. Und das Heu. Ja, stimmt. Und den Rest. Ja, eigentlich in der Beschreibung steht es anders. Aber weil eben die Strohballen, beziehungsweise weil der so wenig Fassungsvermögen hat. Ja. Muss man das vielleicht eher anders machen, dass man das Stroh zuletzt einfüllt. Ich kann jetzt zwar noch ein bisschen, ich kann noch 400 Silage einfüllen, aber das wird nicht reichen, um da ein ausgewogenes Verhältnis hinzukriegen. Ja, das wird nicht reichen. Zu wenig. Ups, zu viel Heu, meine ich. Aber ich habe eine andere Idee. Was? Vielleicht können wir das Heu einfach rauskippen. Wenn man das als Einstreu. Achso, aber Einstreu ist voll, gell? Ja. Schade. Futtermischwagen ich anschalten. Überlegt, ob mal. Warte mal, was heißt denn, wenn ich den anschalte? Ach, dann kippt er das raus, gell? Nee. Es schaltet einfach nur an. Diese Rollen. Die Rollen hinten. Also dann bewegt sich das da. Nee, passiert gar nichts. Ich habe überlegt, das Tier. Hast du Steuerung I gedrückt? I habe ich gedrückt. Nur I? Ja. Hier wird nichts angenommen. Hier vorne, wo das Gras ist. Beide. Ja, genau. Ja, aber dann lädt er nur das Heu ab. Hm. Was ist denn? Ach, das war der Wassertrickel hier hinten. Ja. Hm. Das ist jetzt doof. Dann hoffen wir mal, warten wir mal ein bisschen, bis da Stroh notwendig ist. Ja. Und hauen das Stroh raus. Mhm. So. Ballen sind fest. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute noch mal ein bisschen um Gras bzw. Heu. Ja. Ich würde die Mehrwerke nehmen. Okay. Zack, zack. So, Mehrwerk hinten. Oder vielleicht wäre es schlauer, wenn einer das eine nimmt und einer das andere. Warum? Ja, dann können beide nehmen. Ja, aber du kannst ja schon gleichzeitig warten. Da muss ich aber warten. Ups. Nee, du kannst direkt warten. Oder du fährst mit dem Wender drüber. Weil Heu brauchen wir auf jeden Fall. Die vier Ballen, die wir hatten, die waren gekauft. Ja. Ja, auch. Zapfelle auch dran. Gut. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Wiese? Sind die eigentlich schon bereit? Ich habe einen ganz kleinen Bug. Der wäre? Ich habe die Gabel, die Beingabel abgemacht. Aber die schwebt immer noch in der Luft. Und die verfolgt mich sozusagen.
fahr mal ganz raus. Ja, mach mal den Ding nach unten. Warte. Jetzt ist er da dran. Jetzt ist er ganz normal dran. Ja. Jetzt. Ich sehe immer noch nicht. Wie ist wieder so gebackt oder was? Dann lass es. Ist aber auch irgendwie blöd. Ja, lass er halt dran, wenn es nicht anders geht. So, jetzt geht es mir nämlich ein bisschen schneller mit den zwei Mähwerken. Mit dem Wender soll ich drüber, ne? Ja. Geht das Tor hier zu? Keine Ahnung. Nee. Schade. Wir müssen nämlich eigentlich alles daran setzen, dass wir die Kühe ausreichend versorgen. Sonst wird es schwer mit Geld verdienen. Oh, hallo, stopp. Ich würde gerne nach vorne schauen, wenn ich Gras mähe. Ich muss sagen, der EMT ist ja auch schon an seiner Belastungsgrenze mit den zwei Mähwerken. Ja. Obwohl er 210 PS hat. Warte kurz. Oh. Gerade noch rechtzeitig kommen. So. Wie schnell fährst du? 19, 20. Ebenso. Die Kurve ein bisschen langsamer und sonst geht's. Dass die Gabel so ein bisschen backt, ist komisch. Ja. Ja, wahrscheinlich, wenn man den Spielstand jetzt dann nochmal neu lädt, dann backt die sich wahrscheinlich irgendwo anders hin. Wenn nicht, müssen wir probieren, sie einfach mal zu verkaufen. Oder zurücksetzen. Oder das so. Ist sozusagen jetzt mein ständiger Begleiter. Ja, ein Schatten. Also ich hoffe mal, dass es nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern dass es wirklich so ist, dass wir schneller mit Mähen sind wie vorher.
Das macht schon ein bisschen mehr Arbeitsbreite aus. Ja. Warte mal, kann man das Mähwerk hier? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Reifen hier immer blockieren. Nee. Die sind einfach immer unten. Komisch. So, da links, wo bist du denn? Na, hier vorne links, wo ich jetzt bin, bei dem Baum, da musst du noch ein bisschen genauer drum rumfahren. Ja. Ich weiß, mit so einem mit dem Zetter ist ein bisschen doof. Der ist ein bisschen schlecht zu handeln. Aber dann sind wir heute mal ein bisschen, ein, zwei Minütchen früher am Ende. Gestern haben wir ja ein paar Minuten überzogen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder und einen Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Hallo? Oh, Sprachchat war gerade ein bisschen deaktiviert. Okay, also nochmal. Bis morgen, haut rein, ciao. Ja. Ich glaube, es war ein Ciao.